Wie heißt denn die Abteilung hier? Also Textildepartment. Textildepartment. Oder Textildepartment. Und das ist schon ein cooler Name. Und also wir sind in Abteilungen unterteilt. Es gibt Abteilungen und Teams und sowas. Und vor jetzt ein bisschen mehr als 2 Jahren ist dann die Textilabteilung gegründet worden. Warst du schon dabei? Ich war der, also ich bin eingestellt worden mit dem Auftrag, die Textilabteilung zu gründen. Aha. Also meine erste Aufgabe war wirklich Leute zu finden, einzustellen, zu suchen, wer kann gut nähen, wer hat die Fähigkeiten dafür, weil es halt ein spezifisches Mindset und auch Arbeitsspektrum ist, das du erfüllen musst. Also du musst halt gut nähen können, du musst dir räumliches Vorstellungsvermögen, du musst die Sachen nicht nur designen können, sondern halt auch drei Schritte in der Zukunft denken können, wie das aussieht, bevor du es überhaupt fertig gemacht hast. Und natürlich von der funktionellen, nicht nur wie die Endfunktion sein muss, sondern meine Schneiderinnen wissen halt auch ganz genau, wie sie dorthin kommen, weil es bestimmte Nähte gibt, bestimmte Faltarten für bestimmte Taschen und allem drum und dran. Ich finde das so mega komplex. Und wir sind gerade schon mal ein bisschen durch, haben ein bisschen was gesehen. Auch allein die Programme, die ihr schon, also ihr habt ja gesagt, die Patronentone. Wir nutzen die tatsächlich, also das, ich kannte das und ich war extrem stolz auf mich darauf, dass ich das Ganze, weil so Raltöne, Patronentöne, aber das ist halt, wir haben schon mal, das muss man auch einfach so sagen, wenn wir irgendwie was produzieren lassen, das kommt nicht oft vor, es ist nicht unser Business, wir machen Events, aber dann machst du Merchandise und das machst du dann in größerer Stückzahl und dann haben wir es so gemacht, ey, Pakistan, China angeschoben, mach mal so und so, ja. Dann haben die komplett nicht so und so gemacht, das ist eigentlich sogar Klassiker, ne? Du bestellst was, du kriegst was komplett anderes. So, deswegen, und das ist ja schon, wo wir einfach nur sagen, was heißt einfach nur, wir sind schon relativ gut, denn wir machen Mockups und so eine Broschüren erstellen, damit wir den schon, aber das ist ja hier nochmal eine ganz andere Spur. Ne? Das ist ja, Farben sind ja unterschiedlich, ob bedruckt wird, ob das jetzt Farben ist, ob das lackiert wird, ob das Plastik ist, was selbst gefärbt ist mit den Pigmenten. Und da verwendet man auch verschiedene Pantone-Paletten, verschiedene Raltöne, je nachdem, was für eine Farbmischung es ist. Und das ist halt alles, was hier in Verwendung ist. Also wir machen ja nicht nur Textilien, sondern wir machen ja auch die Gear-Sachen. Mhm. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Schnallen für den Blade Carrier oder sowas sollen eine passende Farbe haben, dann ist das eine andere Pantone-Palette. Beziehungsweise, wenn es lackiert wird auf Metall, dann gehen wir sogar mit Rahl dazu. Und dann muss man halt, manchmal muss man halt auch schauen, dass wir dann einen Pantone Code für die Stoffe passend zu einem RAL-Code finden, weil die, damit die Farben zusammenpassen. Das ist das bekannte RAL 7013 zu Pantone Steingrau. Deswegen, die meisten Leute kennen es als Steingrau bei den Uniformen vom österreichischen Bundesheer. Ja, Steingrau-Oliv. Genau. Sie sagen aber immer RAL 7013 dazu, aber es ist eine komplett andere Farbmischung eigentlich. Was mir immer auffällt, gerade jetzt im Textilbereich, Uniform etc., du kaufst dir eine Jacke, eine Fellbluse, ne? Und du kaufst dann irgendwann eine passende Hose und es ist die gleiche Hersteller, es ist... Andere Farbe. Ey, das ist Wahnsinn. Du siehst es sofort und denkst dir, hat dir das Ding jetzt 5000 Mal durch die Waschmaschine geschoben? Ja, das liegt daran, dass... man kann Farbkorrektheit nur für die sozusagen die Länge geben, in der es gedruckt wird. Das heißt, wenn wir 10.000 Meter bestellen, wissen wir, diese 10.000 Meter haben die gleiche Farbe. Ja. Die nächsten 10.000 Meter werden leichte Farbunterschiede haben. Deswegen, selbst große Firmen wie Cry, die Multicam hergestellt haben, haben zu jedem Bett, deswegen machen die möglichst lange Bahnen mit den gleichen Farbmischungen. Wenn dann die nächste Tranche sozusagen kommt, die sind dann leichte Farbunterschiede auch beim echten Multicam. Ich habe es bei UFPRO selbst gehabt, wo ich mir dachte, hey, die sind gut. Und dann dachte ich mir, aber wie gesagt, Komplexität, die ich gar nicht so für mich auf dem Schirm hatte. Ich glaube, das kriegen die Leute auch gar nicht mit. Man, viele Leute sagen einfach, ja, das ist von Alibaba, das kann man so. Es ist, wie gesagt, das ist alles in-house designed hier. Und bis ein Produkt von uns, das hier designed ist, bis zur Marktreife im Shop ist, vergehen bis zu 1,5 Jahre. Der Plate Carrier, wie lange? Plate Carrier fast 2 Jahre jetzt. Ja, komplette Development Time vom ersten Sketch-Up, von der Idee. Und Grundidee war einfach, okay, wir haben mit der Platte angefangen, wir wollen eine coole Platte haben, was kann die Platte? Da ging es über eingebaute BB-Loader zu aktiver Kühlung mit eingebauten Noctua-Kühlern oder sonst irgendwas, zu, okay, das wird alles nicht leistbar und die Platte ist jetzt schon sehr teuer, das ganze Produkt ist sehr teuer in der Produktion, also wenn da Leute sagen, der ist seine 169 jetzt nicht wert, die Gewinnmarge ist gar nicht so groß, wie die Leute denken. Ja, also wenn man sich die Buckles als Endverbraucher kauft, zahlst du allein 40 Euro nur für die Magnetic Buckles als Endverbraucher. Also natürlich kriegen wir einen leichteren Preis, aber selbst für uns ist das sehr teuer zum Einkaufen. Mhm. Und
die Gesamtproduktionskosten von den Dingen sind sehr hoch, weil der Lasercut ist super hoch, die Farbgegebenheit muss dargestellt werden, das Ganze muss auch gut vernäht sein und das Ganze muss immer wieder getestet werden, also ja, 2 Jahre. Hier sind Übernähmaschinen, hier sind Laser-Cutter, hier sind ein Laser. Genau, das ist ein Laser-Cutter. Da hinten sitzen Mitarbeiter, das ist, die sind, hast du gesagt, Schneiderinnen? Genau, das sind Schneider. Also Meisterschneiderin, die Veronika hat über 10 Jahre Erfahrung und hat für Theater gearbeitet, ja, in der Garderobe, alles drum und dran. Also eine Kollegin ist heute auf Urlaub, ist auch Meisterschneiderin und die Caroline ist unser jüngstes Mitglied, die sozusagen Projektmanagerin ist und meine Assistenz, um die Produkte zu kreieren, hat aber auch eine Textilausbildung trotzdem und kann nähen und kreiert kleinere Produkte, wo jetzt nicht so die langjährige Erfahrung notwendig ist, ja, und macht aber immer mehr selbstständig auch. Und, also ohne Textilausbildung geht es bei uns gar nicht. Ja, das will ich auch ganz gerne sagen, also weil, also einfach von meinem Empfinden so, ne, es gibt diese ganzen OEM-Produkte, das heißt, genau, OEM bedeutet so viel wie, ihr kauft in China einfach irgendwie 1000 Stück von einem Produkt, was schon lange gibt, dann stempelt ihr da einfach euren Namen drauf. ODM. ODM, sorry. OEM ist Design in-house, Produktion woanders, ODM ist Design auch außerhalb. Okay, und im Endeffekt macht ihr nicht viel außer große Stückzahlen kaufen und da euren Namen drauf tanken. Ja, genau. Nennt man auch Co-Branding. Oft. Ja, genau, genau. Und das ist ja, also ihr fangt ja an, bei den ich finde das geisteskrank zu beobachten, weil das habe ich nicht erwartet tatsächlich. Also wirklich nicht. Das ist eine richtige Schneiderei. Wir müssen auch auf Arbeitssicherheit achten hier. Ja, das ist Wahnsinn. Also die Sachen brauchen eine bestimmte Wartung, einen bestimmten Abstand zueinander. Und wir haben halt unsere Stoffbahnen, unsere Stoffen. Wir haben von jedem Stoff und von jedem Material, das wir verwenden, wie man hier an der Wand sieht, halt eine Stoffbahn da. Und wir müssen die auch immer wieder regelmäßig aufstocken, damit wir die Produkte, die wir designen, in den gleichen Materialien schon designen, die dann am Ende verwenden werden. Weil wenn wir hier was anderes verwenden, als wir es am Ende machen, dann ob das jetzt 1 mm oder 2 mm dicker ist, macht tatsächlich einen riesen Unterschied. Mhm. Weil die Leute denken, ja, das ist Textil, das ist Stoff, das macht einen riesen Unterschied. Das heißt, ihr habt die gesamte Prototypenwerkstatt inklusive Entwicklung, alles hier in Wien. Genau, alles. Ja. Also alles, jedes Novich Textilprodukt, das über die letzten 2 Jahre rauskam, sozusagen nachdem der erste Battle Belt rauskam, die waren noch sozusagen, das war mehr so eine OEM-Sache, wo ein bisschen geändert wurde. Ab dem Zeitpunkt, wo wir dabei waren, ist alles nur mehr in-house designt worden und slowly but surely wird sozusagen die Qualität. Deswegen überarbeiten wir auch viele von den älteren Produkten, um sie auf den jetzigen Standard zu bringen. Und wir achten auf Kundenfeedback. Wir spielen auch alle selbst Airsoft und jeder hat sein eigenes Gear und wir spielen auch sehr gerne mit unseren eigenen Sachen, um sie zu testen. Und wenn wir dann merken, ah, das ist shit, dann bauen wir was um. Nochmal auf deine Person, du hast uns gerade gesagt, du hast studiert. Ja. Was hast du studiert? Modedesign. Modedesign. Es sitzt so ein voll technical Typ hier und sagt so, ich hab Modedesign studiert. Ich dachte gerade so, wow, ey, also hier ist wirklich, das ist sehr spannend dieses Wochenende. Es war überall im Development-Team haben wir Leute, die wirklich gute Ausbildung haben. Wir haben jetzt beim SSB5-Launch über den Jan gehört, der halt wirklich ein hervorragender Ingenieur ist. Ja. Und wir haben da wirklich ein paar extrem schlaue Köpfe, die halt auf ihrem Fachgebiet top-notch sind. Und ich glaube, das ist das, was viele gar nicht so mitkriegen. Es ist halt kein YouTube-Channel, das ist eine Firma mit über 70 Mann. Aber es war halt ein YouTube-Channel und das ist halt der Punkt. Ne? Es war ein YouTube-Channel, dann hat irgendwie Chris gesagt, ey cool, ich will ein paar Produkte auf den Markt bringen. Der hat sich rechts und links irgendwie so Leute gesucht, die ihn da unterstützen. Aber am Ende, Stand heute, das ist einfach ein verdammtes, gar nicht so kleines Unternehmen mit unfassbaren Fachkenntnissen und Fachpersonal. Genau. Und wie gesagt, für mich dieses Wochenende, also ich habe viel erwartet, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich wusste auch ganz genau, Northridge ist gewachsen, also an die Trading Company, aber das habe ich nicht erwartet. Ja, also wenn man sich umschaut, der gesamte erste Stock dieses Gebäudes gehört nur Novich. Ja, ist krass. Und wir sprechen hier gerade auf Deutsch, ja. Das ist, weil du aus Deutschland kommst. Ursprünglich aus Deutschland. Ja. Und du wohnst jetzt in Wien? Ich wohne jetzt in Wien. Seitdem du hier arbeitest? Nein, schon vorher. Ich bin ursprünglich nach Graz gezogen, als ich glaube 9 Jahre alt war und habe dann hier meine Ausbildung in Graz, dann später in Wien beendet und bin danach zurück nach Deutschland eben für Bundeswehr und dann wieder her. Und dann wieder her. Und dann habe ich zwischendurch in der deutschen Botschaft hier gearbeitet und so kleinere Expediten in anderen Sektoren gehabt und dann halt. Und jetzt machst du hier quasi alles, was Textilien angeht. Genau, Abteilungsleiter, das heißt, wir
Grunddesign, Grundidee. Der Chris kommt zu uns, sagt uns, er möchte bei vielen der Sachen inzwischen, wir machen auch viele Sachen komplett eigenständig als Idee, ja, aber prinzipiell geht es darum, es existiert eine Idee, könnt ihr das machen oder hey, ich hätte gern sowas, dann setzen wir uns zusammen, mhm, und dann gebe ich die Aufgabe einer meiner Developer und dann rede ich mit dem Developer, was wir wollen, was das Ziel ist, überlegen uns Lösungsvorschläge und dann wird das Proof of Concept gemacht. Proof of Concept ist einfach mal ein, kann das funktionieren? Ja, ja, ja. Und wenn es nach dem statt, deswegen machen wir zum Beispiel jetzt den Poncho, den ihr hinten seht, ist eigentlich das Proof of Concept, weil der hat keinen, das ist ein Regenponcho, der aber jetzt momentan das Uniformstoff ist, einfach um diesen, um zu sehen, wie fällt der Stoff, passt der Schnitt, mhm, kann das überhaupt so getragen werden, funktioniert diese Klappe überhaupt. Und erst wenn das klappt, passt, dann gehen wir zum Prototyping über, wo wir einen richtigen funktionellen Prototyp machen. Weil das ist halt der Unterschied zwischen Proof of Concept und Prototype. Und dann beim Prototyping gehen wir dann Version 1, 2 oder 3, schauen, ob alles passt und wenn dann alles abgesegnet ist, dann machen wir mehrere Prototype-Samples, wo einer davon hier bleibt, einer wird zur Massenproduktion geschickt zum Sampling und einer wird noch getestet von Media hier. Mhm. Und dann kommt Pre-Production. Pre-Production schickt uns dann ein paar Sample und dann wird die Pre-Production getestet, ob das Ding so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, ob die Toleranzen gleich sind, ob die Tasche auf einmal 2 cm größer ist als das, was wir hingeschickt haben. Und dann erst Vollgas. Dann erst Vollgas, genau. Krass. Eine Frage zuletzt. Der Plate Carrier, ausverkauft. Ausverkauft. Wann kommt er wieder online? Also online ist er, ja. Wann ist er verfügbar? Kreuzotter kommt, sobald wir Kreuzotter launchen. Das heißt, der Kreuzotter Carrier kommt sehr bald. Das heißt, der liegt irgendwo im Keller? Der liegt hier nicht im Keller, liegt im Lager. Wir haben ein großes Lager, das abseits. Wo ist das? Okay. Weit genug entfernt von dir. Das läuft ja. Aber Batch 2 ist schon am Schiff, ist auch schon unterwegs. Ankommen ist halt bei uns nicht gleich eingelagert sein. Ankommen tut er Ende September. Eingelagert ist halt dann, bis alles überprüft wird. Wir machen nochmal eine QC, ob da halt alles passt. Da kann immer noch was durchslippen. Wir schauen, ob da die Farben passen. Mhm. Flecktarn ist diesmal dabei. Mhm. Und wir nehmen momentan, fassen wir Oktober ins Auge. Okay. Also Oktober auf jeden Fall noch dieses Jahr, höchstwahrscheinlich. Ja. Aber man weiß ja nie, was passiert, aber das ist auf jeden Fall geplant. Da sind dann aber auch die Frontflap, das Fanny Pack und die Hydroback dabei. Ja, ich bin gespannt. Also, der auf dem Carrier, der da hinten hängt, kann man schon voll, der ist komplett. Da ist die Frontflap, die Fanny Pack und das Hydroback und zwar aus der Mass Production drauf. Das ist dann kein Sample, das kommt dann alles in Stock. Und wir haben halt jetzt noch für die Zukunft einige Projekte. Also wie einer der anderen schon bemerkt hat, ist das die perfekte Höhe für einen Chestrig bei dem Öffnung von Poncho. Und wir arbeiten an einem Modular Chestrig, weil wir haben momentan das Mini Chestrig. Das habe ich auch. Das ist das mit dem Split Open. Mhm, was auch ganz gut ankommt, aber eher für den Anfänger, für den Film ist es. Und dann kriegen wir jetzt bald das Sample zurück von unserem Modular Chestrig, das halt schon dazu gedacht ist, dass man es sowohl auf dem Plate Carrier drauf machen kann, als auch einzeln tragen kann, als auch modulare Inserts hat, die sowohl für SMG-Pistole, M4-Type oder, und das ist halt nicht so oft der Fall, die MR-Type-Magazine, das heißt 27er. Mhm. Und weil unseres ist ein bisschen breiter als normale Chestrigs und wir kriegen tatsächlich 3 nebeneinander, beziehungsweise 2x6 Magazine. Ja, das ist vielleicht nochmal auch, um das abzurunden, das habe ich auch so mitbekommen jetzt den ganzen Tag über schon, wo wir, ich sag mal, rumgeführt wurden. Das sind halt Airsoft-Spieler, teilweise Militärs, Ex-Militärs, also Leute, die mit diesem Zeug zu tun haben oder sowieso hatten. Sprich, die machen sich Gedanken, das, was du gerade ansprichst. Ey, 3 AK-Magazine ist gar nicht so einfach, ja, ist anders. G36-Magazin und so weiter. Und ihr seht es ja ganz oft, ihr kriegt von der Stange einen Plate Carrier. Da ist eine Magazintasche, die kannst du eigentlich direkt in die Tonne pfeffern. Weil, es sei denn, du hast M4-Magazine, die passen immer. Ja, und alles andere wird dann schon spektakulär. Aber das ist halt dieses, ne, von Spielern für Spieler durchgetestet und dann auch mit Sinn und Verstand diese Sachen überhaupt erst entwickelt. Ja, und auch dann am Ende produziert. Krass. Ja, wir müssen eigentlich knapp 1,5 Jahre vordenken. Also wir müssen den Markt lesen, was TAM-Muster betrifft. Wir müssen den Markt lesen, was Airsoft-Spielgeräte betrifft. Wir müssen den Markt lesen, was eventuell rauskommt. Wir haben den Markt immer sehr gut gelesen, weswegen wir zeitgleich mit Crytek die SSR90 rausbrachten. Mhm. Die Leute glauben, ja, wir machen das nach. Leute, das ist so eine Waffe. Ja. 5 Jahre Development. Das habe ich mir aber auch gedacht. Ich habe das gesehen und dann alle so, ja, jetzt haben, wer hat da wen was geklaut? Gar wo ich mir denke, als ob jetzt einer ein Foto gesehen hat und gesagt,
Geil, wir machen jetzt mal 1000 Stück fertig. Nächste Dienstag hauen wir die raus. Geht eben gar nicht. Unsinn, ja. Die SSN90 hat ja auch Jahre gebraucht. Und das ist das, was, glaube ich, viele Leute außerhalb gar nicht verstehen. Dass es gibt Marktanalyse dafür. Ja, wie es in der Modemarktanalyse gibt. Ja, ja. Es gibt überall eine Marktanalyse. Ja, man sieht ja, wo hängt es. Ne? Was braucht der Markt? Was sagen die Kunden? Und wenn das jetzt zwei Firmen mitkriegen, ist es ziemlich realistisch, dass das dann so läuft. Und es waren halt einfach die gleichen Leute. Es werden auch andere Sachen rauskommen. Ja, genauso wie wir zeitgleich mit anderen Firmen einen Plate Carrier rausgebracht haben. Ja. Weil wir wussten, okay, Plate Carrier werden wieder hochkommen. Jetzt war es lange Zeit dieses Speed Loadout und möglichst Lightweight. Aber es ging langsam mit diese Milzim cool looking Welle. Es kommt auch meistens mit den Filmen. Es kommt immer in so Wellen. Und man kann das lesen, wenn man weiß, wie kann man lesen, welche. Wir wussten ganz genau, wann Woodland wieder in sein wird. Das nächste Pattern, was jetzt wieder voll gepusht wird, ist Six Color, das Chocolate Chip. Das wird jetzt demnächst wieder auch richtig rauskommen. Alles Bescheid jetzt. Krass. Der Mann, der sprudelt sowieso, das ist Wahnsinn. Also, ich würde sagen, wir sind erstmal soweit cool, ne? Okay, Doug, es hat mich wirklich sehr gefreut, wirklich. Bitte, gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren, wir sehen uns, tschüss. But wait, there's more! Also wir haben ja schon mitbekommen, dass viele Leute sagen, das ist einfach nur eine Kopie von Tigerstripe. Was uns zwar jetzt nicht irgendwie bösartig kommt, weil die Basis war Tigerstripe, aber wenn man zoomt in das Muster, sieht man, wir haben halt als Grundform für den Hintergrund zum Beispiel Blätter genommen. Wir haben die Makro fotografiert, haben dann die Blätter aufgeblasen und dann die Blattadern halt in das Muster reingefügt, weswegen halt auch der Untergrund im Grünen vier verschiedene Grüntöne hat. Und das sieht man halt speziell in dem Bereich sehr gut, dass sozusagen, um eine Ebenenstruktur zu herrschen, das Grüne ist auf einer anderen Ebene als das Braune, um Tiefenschärfe und Tiefe zu erzeugen mit dem Muster. Als zweites haben wir neben den Blattadern in den braunen Verläufen, sozusagen in der ersten Ebene, Birkenrinde genommen, die wir auch vektorisiert haben. Da haben wir auch fotografiert, makrofotografiert, das Ganze aufgeblasen und dann verschiedene Farbverläufe eingeführt, um eben diese natürlichen Muster, die man sonst nur von Real-Tree-Patterns oder sonst irgendwas kennt, wo echte Natur imitiert wird, trotzdem reinzubringen, obwohl es kein Real-Tree-Pattern ist. Das macht das Ganze halt moderner als normales Tigerstripe, das nur einebig war mit vier Farben. Und wir sind halt hier doch bei 10 Farben inzwischen und haben über Illustrator, wir haben Farbverläufe drin, wir haben harte Kanten, wir haben harte Kontraste drin, wir haben weiche Farbverläufe drinnen. Und das ist halt nur die Basis als Grundidee ist Tigerstripe, aber für uns war halt das Augenziel, okay, wie bringen wir ein Tiger-Stripe-Muster in die Jetztzeit? Und das ist halt dann dabei rausgekommen. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be